Abholshow. Von Kindern gemacht, für Kinder gedacht. Hallo, wir sind die Reporter der Südpolshow auf 92,4. Ist es okay, wenn wir du sagen? Klar. Könntest dann sage ich aber auch du. Könntest du dich unseren Hörern kurz mit deinem Namen und deiner Aufgabe beim Film Die Vampirschwestern 3 vorstellen? Ich bin der Tim Trachte. Ich habe die Regie geführt bei dem Film. Das heißt, ich habe so ein bisschen darauf geguckt, dass es so einen Zusammenhalt gibt zwischen allen. Weil es machen ja ganz viele mit. Alle sind irgendwie kreativ. Schauspieler, die Leute, die das Szenenbild, also die wie es aussieht, hinstellen, also das Ganze, der Kameramann und so weiter. Der Regisseur, der steht ja so ein bisschen im Mittelpunkt und versucht, so die Fäden zusammenzuhalten, dass es dann doch irgendwie ein Kunstwerk wird am Ende. Ja. Ich weiß, dass es an die 20 Vampirschwestern-Bücher gibt. Hast du sie alle gelesen? Und wenn ja, welches hat dir am besten gefallen? Ich habe sie nicht alle gelesen. Es gibt, glaube ich, 13, oder? Gibt es an die 20? Meines Wissens, glaube ich, gibt es 13. Es gibt dann noch so die Bücher zum Film jeweils und so. Ich habe sie nicht alle gelesen. Mir hat das erste natürlich sehr gut gefallen, weil es immer toll ist, wie so eine Geschichte losgeht. Das war auch in dem ersten Teil, finde ich, natürlich spannend zu sehen, wie die zwei nach Deutschland kommen und klarkommen und mit ihrem Geheimnis, dass sie Halbvampire sind. Der 13. Teil hat mir gefallen, weil es der Teil war, auf dem so ganz vage dieser Film jetzt beruht. Wir haben das zwar größer gemacht, weil der Film viel länger ist als so ein Buch, aber genau. Heute ist auch die Autorin der Vampirschwestern-Bücher, Franziska Gehm, da. Bist du aufgeregt deswegen und glaubst du, der Film gefällt ihr? Ich bin deswegen nicht mehr aufgeregt, weil ich kenne sie schon. Also sie war ja auch im Vorfeld, wir haben ja auch viel mit ihr zusammengearbeitet, sowas wie diese Vampirsprache, die in dem Film vorkommt, das hat sie ja erfunden. Und wenn wir dann neue Wörter gesucht haben, dann war immer klar, dass wir da zu ihr gehen, weil sie wusste, wie dann das Wort auf Tatsawanisch heißt. Und ich glaube, dass ihr der Film gefällt. Ich hoffe es. Ich bin natürlich aufgeregt. Gibt es das Schloss von Transsilvanien wirklich oder wurde es einfach als Kulisse nachgebaut? Es gibt es leider nicht wirklich. Das wurde, es wurde aber nicht nachgebaut. Das Geld hatten wir nicht. Wir waren in 4 verschiedenen Drehorten, um die Räume des Schlosses herzustellen. Also da war alles dabei, eine verlassene Kirche, ein altes Bergwerk, eine Tropfsteinhöhle und eine Burg, auf der wir gedreht haben. Das war also wir mussten viel rumreisen, aber damit wir dann diese Größe von diesem Schloss und das Fantastische von dem Schloss finden konnten, hat es nur so geklappt. Und es war auch spannend, weil man ist man plötzlich irgendwie 60 Meter unter der Erde in riesigen Bergwerksstollen und es ist dann auch schon mulmig. So. Das hilft besser als im Studio. Im Film sprecht ihr manchmal Transsilvanisch bzw. Vampanisch. Was ist dein Lieblingswort? Ich glaube Boy Schnuck oder Boy Motra. So die. Eigentlich Boy, ich finde diese Kurzform Boy, wie man so Boy, so gut und toll und so, Boy. Lange Drehtage sind ja immer sehr anstrengend. Wie konntet ihr euch in den Drehpausen am besten stärken? Mit Blut? Ja, na klar, wir haben die ganze Zeit Blut getrunken, ist ja eh, versteht sich von selbst. Wer ist denn am lustigsten und hat am Set am meisten Quatsch gemacht? Ja, der Michael Kessler, der den Dirk van Kompas spielt, der ist nicht immer, also der kann ja auch sehr, sehr ernsthaft sein, der ist ja auch sehr vielseitig, aber der ist natürlich schon einer, der so vor Witzen auch sprüht und der immer irgendwie mit irgendwas Witzigem auch um die Ecke kommt und der auch, wie viele, aber der auch so bemüht darum war, dass auch so eine Atmosphäre entsteht so und das macht man natürlich auch mit Humor, wenn man nach 10 Stunden irgendwie alle fertig sind, dann ist es immer super, wenn einer irgendwie auch mal die Energie wieder hochbringt. Aber wir hatten viele lustige Schauspieler. Welche Szene hat beim Dreh am längsten gedauert? Es gibt eine Vampir-Fechtszene, wo die Antanasia, die Vampirkönigin, gegen die Laura, also gegen die Dakaria, gespielt von Laura Ruge, Vampirfechten macht. Und dabei fechten die nicht nur, sondern die fliegen dann auch. Und das war extrem aufwendig. Da haben wir einen halben Tag für geprobt und dann wirklich einen ganzen Tag für eine Szene, die nur nicht mal 2 Minuten dauert, gedreht. Weißt du, ob noch weitere Bücher verfilmt werden? Würdest du dann auch wieder Regie führen wollen? Ich hätte auf jeden Fall Lust, wieder was, weil der ganze Cast, also die ganzen Schauspieler toll sind und das ein sehr schöner Dreh für mich war. Geplant ist aktuell, glaube ich, nichts. Aber
Aber es wird viel drüber gesprochen trotzdem, weil natürlich ganz viele sagen, es ist eigentlich jetzt total schade, dass das so... Ich meine, die Schwestern werden jetzt einfach, die sind jetzt erwachsen. Da müsste man dann überlegen, ist das dann noch spannend für die Zuschauer, plötzlich so erwachsenen Vampirschwestern zuzusehen, oder findet man neue Figuren? Der kleine Bruder, der jetzt eine Rolle spielt, vielleicht ist man plötzlich wieder und hat dann ein kleines Kind mit seinen Freunden oder so, die irgendwie als Halbvampire was erleben, so. Wer weiß. Hast du noch einen Musikwunsch, den wir für dich im Radio spielen sollen? Ihr könnt Monar spielen. Das Lied heißt Alle anderen oder Die anderen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil das Lied noch, ich glaube, das wird auch jetzt erst veröffentlicht. Das ist der Titelsong, aber der müsste dann schon draußen, das würde mich natürlich freuen, weil ich finde es einen sehr schönen Song, der auch super über den Abspann passt und zu dem Thema des Films. Und der ist auch cool, also würde mich freuen, wenn ihr den spielt. Kannst du zum Schluss noch unsere Hörer der Südpolshow auf 92,4 mit deinem Namen und deiner Aufgabe im Film grüßen? Südpolshow 92,4. Ich grüße alle Hörer auf der Südpolshow 92,4. Mein Name ist Tim Trachte, ich habe die Regie von Vampirschwestern gemacht und ich hoffe, ihr geht alle ins Kino und schaut euch den Film an. Dann vielen Dank für das Interview und noch viel Spaß auf der Premiere.